Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Bisher haben wir immer nur eine Masse in unserem System gehabt. Das ist ganz nett, denn wir haben ja schon festgestellt, die Variable, mit der da irgendwie in diesen Gleichungen was passiert, das ist immer die Bewegungsvariable, also sozusagen die Zustandsvariable des Systems. Irgendein Drehwinkel, irgendeine Translation Z. So, das heißt, bisher haben wir immer nur eine Masse gehabt. Immer nur eine Masse und deswegen auch immer nur ein x oder z, je nachdem, in was für eine Richtung sich das bewegt, beziehungsweise ein Verdrehwinkel phi. Was passiert denn jetzt, wenn man jetzt mal sich ein System anguckt mit mehreren Massen? Das ist nicht ganz so einfach und da muss man so eine Kleinigkeit verstanden haben, deswegen reden wir mal drüber. Ja, wie sieht das aus? Ich habe hier eine Masse und da eine Masse. Das ist Masse 2, das ist Masse 1, so hatte ich mir das überlegt. So, und die sind jetzt hier verbunden über so ein Federdämpfersystem. Das ist also hier so dazwischen geschraubt. Hier unten drunter ist auch nochmal so ein olles Ding, Federdämpfer. Zack, und hier ist das dann in Boden geschraubt. Und damit sich da jetzt überhaupt mal so ein bisschen was tut und wackelt, zieht hier oben mal so eine Kraft F dran. So, was haben wir denn dann jetzt? Ja, haben wir jetzt zwei Bewegungskoordinaten. Die müssen auch nicht unbedingt gleich sein, deswegen sind es ja zwei. Und zwar haben wir hier einmal so eine Bewegungskoordinate Z2 des zweiten Systems, beziehungsweise der zweiten Masse, und hier oben eine Bewegungskoordinate Z1. Damit das Ganze jetzt hier mal nochmal so ein ganz kleines bisschen einfacher ist, sagen wir mal noch Folgendes. Also Annahme. Bei t gleich 0, also da, wo unsere Differentialgleichung gleich anfängt vor sich hin zu schwingen, ist das System im Gleichgewicht. Also bei t gleich 0 ist das System, beziehungsweise bei Schwingung sagt man, in der Ruhelage. Was hat das für eine Konsequenz? Also man stellt sich jetzt mal Folgendes vor. Wir nehmen jetzt die ganzen Feder und Dämpfer und unsere Kisten, schrauben das alles zusammen. So, jetzt hat ja die Masse 1 eine Masse und die Masse 2 auch eine Masse, deswegen heißen die ja so. Was machen die denn dann? Ja, die werden ja jetzt unabhängig davon, ob ich daran jetzt ziehe oder nicht ziehe, das hier alles mal schon mal so ein bisschen zusammendrücken. Ne? Weil sie ja nun mal eine Masse haben, drücken die also hier dieses Feder-Dämpfer-Paket zusammen und hier unten erst recht. Aber je nachdem, was das jetzt für Feder und Dämpfer sind, und wir gehen mal davon aus, die haben jetzt auch einen gewissen Widerstand, dann werden die das natürlich nicht jetzt hier gnadenlos bis in den Boden drücken, sondern nur so ein Stückchen zusammendrücken. Einfach nur bedingt durch das Eigengewicht des Systems. Und dann ist sozusagen der Effekt der Gewichtskräfte 1 und 2 verpufft. Das heißt, wenn ich jetzt rund um diese Ruhelage, die sich einstellt, einfach nur durch das Eigengewicht des Systems irgendwas vor sich hinschwingen lasse, dann spielen die Gewichtskräfte keine Rolle mehr. Das heißt, die kann ich gleich in den Gleichungen rauslassen. Also immer wenn da sowas steht, das System befindet sich bei t gleich 0 in Ruhelage, gibt es eine Konsequenz. Gewichtskräfte müssen nicht berücksichtigt werden. Berücksichtigt werden. Das ist doch schon mal eine schöne Erkenntnis. Ja, und dann wollen wir uns jetzt mal begucken, wie die Gleichung aussieht, die beschreibt, wie dieses schöne System jetzt so vor sich hinschwingt. Ja, was machen wir dafür? Überraschenderweise machen wir natürlich erstmal wieder einen Freischnitt. Und damit man jetzt versteht, was ich hier wo wie freischneide, deute ich das direkt mal an. Also wir schneiden hier mal so einmal feste durch und das ist dann unser Teilsystem 1 und dann teilen wir hier nochmal durch. Also hier sind jetzt die Federn und Dämpfer mit drin, ne? Aber das kann man sich auch vorstellen. Das ist Teilsystem 2. So, jetzt geht's los. Denn wenn wir jetzt diese Freischnitte uns überlegen, müssen wir ja gucken, in welche Richtung wirken denn da jetzt irgendwelche Kräfte. Wir fangen mal oben an. Also das hier ist die Masse 1, dementsprechend ist das hier Z1. Wir gucken nochmal gerade, oben zieht so eine Kraft F dran.
Ja, und wenn man da oben anfängt zu ziehen, dann wird jetzt also die Feder und die Dämpferkraft dem natürlich entgegenwirken. Ich nenne das mal FC1 und FD1. Das ist also der erste Freischnitt. So, direkt darunter hängt die zweite Kiste. Habe ich die mal heiter gemalt? Nee, habe ich nicht. Ist aber jetzt für die Geschichte auch egal, ne? Also hier ist die Masse 2. So, Aktio gleich Reaktio. Das heißt, die müssen sich ja hier jetzt entgegengesetzt gegenüberstehen in den Teilsystemen. Also ist das jetzt hier FC1, FD1, Mechanikgrundlagen. Ich hoffe, das sagt hier jedem was, der sich das anschaut. Hier ist dann also die Federkraft, Bewegungskoordinate 2. So. Und hier unten haben wir jetzt ja nochmal so eine Feder und einen Dämpfer. Hier unten. Und wenn sich die Masse 2 nach oben bewegt, dann werden die dagegen einen Widerstand leisten. Also haben wir hier FC2 und FD2. Okay. Das kriegt man ja noch einigermaßen hin, ne? Also irgendwie alles relativ logisch. Ich ziehe hier oben dran. Das wollen die Feder und der Dämpfer natürlich nicht so richtig gerne. Also ziehen die hier entgegen. Dann kommen wir ins nächste System. Aktion gleich Reaktion. Zack. Die also entgegengesetzt nach oben. Und hier unten nochmal das gleiche wie da oben. Also ich ziehe nach oben. Das wollen die Feder und der Dämpfer unten natürlich genauso wenig wie ihre Kollegen entsprechend oben drüber. So, dann stellen wir jetzt mal die Bewegungsdifferenzialgleichung erstmal in so einer einfachen Form auf. Der Ansatz war ja immer Masse des Systems, da muss ich jetzt ein I dran machen, wenn man mehrere, mal Beschleunigung des Systems ist gleich Summe, ach, das Summenzeichen davor ist natürlich Blödsinn. Masse des Systems mal Beschleunigung des Systems ist gleich Summe aller Kräfte in diesem System. Wie sieht denn das jetzt aus? Also, für das System 1, das war hier 1 in unserem Freischnitt, das war 2. Für das System 1 steht dann da also M1 mal Z1. Punkt, Punkt, ist gleich F minus FC1 minus FD1. Und für das zweite System haben wir da stehen M2 mal Z2, Punkt, Punkt, ist gleich FC1, ne, ist ja in positiver Richtung. Wir bilanzieren immer in Bewegungsrichtung, also nach oben, ne, FC1 plus FD1 minus FC2 minus FD2. So, das ist ja soweit klar. Aber jetzt kommt der große Haken. Denn wir müssen jetzt ja diese Federkräfte und Dämpferkräfte mal noch ausformulieren. Und wir wissen ja, eine Federkraft einer beliebigen Feder ist immer Federkonstante des Systems mal Weg des Systems, beziehungsweise Dämpferkraft ist Dämpfungskonstante mal Geschwindigkeit, mit der man diesen Dämpfer irgendwie bewegt. Und das Problem ist jetzt hier, für diese Federn hier unten ist das klar, denn die bewegen sich irgendwie in Abhängigkeit von Z2. Ich ziehe hier oben irgendwie dran und das hat einen unmittelbaren Effekt hier drauf. Aber hier in der Mitte ist das ja nicht ganz so einfach, denn diese beiden Federn, oder beziehungsweise eine Feder und dieser Dämpfer, die hängen ja an zwei Massen gleichzeitig, die sich gleichzeitig bewegen. Das heißt, der Weg, den diese Feder gehen, das ist abhängig von Z1 und Z2. Wie man sich jetzt überlegt, wie diese Abhängigkeit genau ist, das ist nicht ganz so einfach. Und deswegen gucken wir uns das nochmal in Ruhe in einem folgenden Video an. Bevor wir das tun, fasse ich nochmal gerade zusammen, was wir jetzt hier gesagt haben. Also, bisher hatten wir immer eine Masse, das heißt auch nur eine Zustandsvariable, ne? Also ein Z oder ein Phi. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an für mehrere Massen. Bei mehreren Massen habe ich mehrere Zustandsvariablen, mehrere Wege unterschiedlich. Kann ja sein, dass sich das jetzt hier schneller bewegt oder weniger als das, ne? Hängt von der Masse ab und so weiter. Dann haben wir eine kleine Vereinfachung gemacht und wir haben nämlich gesagt, das System befindet sich in der Ruhelage. Das heißt, die Gewichtskräfte werden erstmal hier auf die Feder-Dämpfer-Pakete losgelassen und drücken die so ein bisschen ein und dadurch befindet sich das System bei T gleich 0 in der Ruhelage und wir können in Ruhe unsere Gleichung ausstellen ohne die Gewichtskräfte. Also die Verbindung ist Ruhelage, Gewichtskräfte müssen nicht berücksichtigt werden, die sind quasi schon mit drin. So, und dann stellt man eben seine Bewegungsdifferenzialgleichung auf, Masse mal Beschleunigung ist Summe aller Kräfte.
malt sich so einen Freischnitt hin, der ist noch relativ intuitiv und kommt dann erstmal so weit, wie wir hier sind, mit unseren Differentialgleichungen. Jetzt wissen wir aber, Feder- und Dämpferkraft sind Funktionen von Weg bzw. Geschwindigkeit des Systems. Und wir müssen uns jetzt also für mehrere Massen überlegen, wie funktioniert das dann, wenn so eine Feder von zwei Wegen zweier Teilsysteme jeweils abhängt. Und das machen wir dann im nächsten Video.